Hallo Sportfreunde und willkommen zu meiner Prediction zum 6. Bundesligaspieltag 2023-24. Ja, und es ist vollgeladen mit richtig geilen Topspielen, muss man so sagen. Ja, letzte Woche sind nicht arg viele Tore gefallen. Ja, Prediction war auch nicht so semi-gut. Ja, also schreibt mir auch mal gerne eure Prediction in die Kommentare, wie ihr diesen Spieltag tippt. Ja, oder? Macht einfach mal. Noch, ja. Ist ja 6. Spieltag, ist alles noch möglich. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo auf diesem Kanal da und checkt auch gerne meinen Zweitkanal. Den findet ihr hier oben einfach mal auf dem i. Und jetzt fangen wir an. Freitagsspiel, 29. September 2023. Und das heißt die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Ja, letztes Spiel haben sie gewonnen gegen den VfL Wolfsburg. Ja, war aber ein Grottenkick. Ja, und jetzt kommt gegen den, ja, besser platzierte TSG 1899 Hoffenheim. Ja, es wird schwer, weil die TSG ist echt gut drauf zurzeit. Und deswegen ist mein Tipp auch Sieg, die TSG aus Hoffenheim. Ja, Dortmund hatte Glück gegen Wolfsburg, dass Wolfsburg auch nicht wirklich gut gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Ja, weil sonst hätten sie das Spiel eher verloren anstatt gewonnen. Und jetzt kommen wir zu den Samstagsspielen. Es ist der VfL Wolfsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ja, beide stehen sehr ähnlich, muss man so sagen. 8. gegen 7. Aber die Wolfsburger sind schon besser drauf. Auch wenn die Eintracht bis jetzt noch keine einzige Niederlage geholt hat. Ja, wird es meines Erachtens jetzt die erste geben. Ja. Außer ist es so, dass Eintracht gewinnt. Aber ich will auch mal was Interessanteres tippen. Und nicht immer nur, ja, ganz einfach und entspannt auf die Eintracht einfach tippen. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Spiel um 15.30 Uhr. Der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter, keine Ahnung, was mit denen los ist. Gyrassi trifft wie sonst noch was. Ja, und hat, wenn man so überlegt, dem VfB einfach nur 9 Millionen gekostet und wird höchstwahrscheinlich nächstes Jahr für das, keine Ahnung, 10-fache mindestens gehen. Ja, höchstwahrscheinlich, dass das VfB Stuttgart da mindestens 90 Millionen verlangt, wenn der so weitermacht. Aber, naja, man weiß ja nie, aber toi 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 an Gyrassi, muss man wirklich sagen. Ja, trifft bis jetzt in jedem Spiel und in diesem Spiel trifft er auch. Und meines Erachtens zweimal. Ja, und deswegen ist mein Tipp auch Sieg VfB Stuttgart. Und dann haben wir den VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, die Bochumer haben den letzten Spieltag 7 Buden von den Bayern bekommen und werden dadurch auch, ja, erstklassig bleiben, weil immer wenn Bochum eine hohe Niederlage gegen die Bayern kassiert hat, ist der VfL Bochum in der Liga geblieben. Ja, wird jetzt auch wieder passieren und deswegen ist mein Tipp zwischen Bochum und Gladbach unentschieden. Ja, es wird eine Punkteteilung. Auch wenn man denken könnte, dass der VfL da schon besser dasteht in der Tabelle auch. Aber Punkteteilung ist okay, meines Erachtens. Dann haben wir 1. FSV Mainz 05 gegen Bayern 04 Leverkusen. Und das Spiel ist eigentlich ganz einfach. Ja, und damit springt höchstwahrscheinlich für ein paar Stunden Bayer 04 Leverkusen an die Spitze. Also Sieg Leverkusen. Dann haben wir 1. FC Heidenheim gegen Union Berlin, die bis jetzt noch nicht allzu gut in die Liga gestartet sind. Ja, 2 Siege, 3 Niederlagen. Aber jetzt kommt der 3. Sieg dazu. Und deswegen auch Sieg 1. FC Union Berlin. Auch wenn Heidenheim richtig stark Fußball spielen kann. Das hat man gesehen. Und jetzt kommen wir zum Topspiel der Woche. Es ist RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Beide haben jetzt nochmal in der Woche im Pokal angetreten. Einmal Bayern gegen Münster und
Leipzig gegen Wien Wiesbaden. Ja, aber wie die Bayern da aufgestellt waren, sah nicht gut aus. Keine nominellen Innenverteidiger anwesend. Und es könnte gegen Leipzig auch passieren. Ja, laut Thomas Tuchel. Und RB hat sich schon ein bisschen schwer getan gegen Wien Wiesbaden, muss man so sagen. Ja, gegen einen Zweitligisten. Aber mein Tipp ist anders da als im DFL Supercup. Es wird keine klare Geschichte, meines Erachtens. Und deswegen ist mein Tipp unentschieden. Ja, außer bei Bayern. Ja, werden die Innenverteidiger nochmal gut fit? Alle? Wird schwer. Bei De Ligt, glaube ich, ist erst Kopenhagen, wenn nicht sogar erst Freiburg, glaube ich, war, ist das nächste Spiel. Ja, aber so würde es passen, meines Erachtens. Und deswegen, Leute, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Also nicht vergessen, eure Tipps gerne mal in die Kommentare. Ja, und Zweitkanal abchecken. Und dann würde ich sagen, die Sonntagsspiele, 1. Oktober. SV Darmstadt 98 gegen den SV Werder Bremen. Ja, die Bremer, ja, spielen guten Fußball. Ja, Darmstädter noch nicht. Haben ein Unentschieden und 4 Niederlagen. Und das Unentschieden haben sie, weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie es geholt haben. Aber ist ja auch wurscht. Aber mein Tipp ist, es wird, die Sonntagsspiele werden meines Erachtens sehr langweilig, aber trotzdem wird es ein Sieg für SV Werder Bremen. Und dann haben wir Sportclub Freiburg gegen den FC Augsburg. Und das wird auch ein langweiliges Spiel, weil das war das allererste 0-0 letzte Woche gegen Frankfurt. Das allererste 0-0 in der Bundesliga dieses Jahr. Und das, ja, gegen Augsburg wird es auch nicht besser, meines Erachtens. Und deswegen trotzdem Sieg der SC Freiburg. Auch zu Hause holen sie den Sieg. So langsam sollten sie wieder reinkommen. Ja, weil sonst beenden sie den Platz, die Saison auf dem Platz, wo sie jetzt gerade stehen, auf Platz Nummer 9. Wenn das nicht, wenn der Streich da endlich mal hier nicht Machtwort spricht, dann, ne? Aber naja, Leute, nicht vergessen, Zweitkanal einfach mal abzuchecken. Ja, da läuft gerade ein Pokémon-Projekt. Da könnt ihr gerne vorbeigucken. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein, euer Tuvas ist raus. Und ja, vielleicht kommt dieses Wochenende noch EA FC24 Karriere online. Ja, also haut rein. Euer Tuvas ist jetzt wirklich raus. Und ciao. Ciao.